Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einem Wirtschaftsfenster MV hier in Ihrem Regionalfernsehen in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Arbeitsmarkt konnten für den zurückliegenden September gute Zahlen für unser Land vermeldet werden. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit um 9,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Besonders die Gesundheitswirtschaft boomt. Damit das so bleibt bzw. noch mehr Potenzial ausgeschöpft werden kann, wird in diesem Sektor kräftig gefördert und auch neue Ideen werden gesucht und prämiert. Mecklenburg-Vorpommern ist nicht nur Agrar- und Tourismusland. Mit mehr als 150.000 Beschäftigten ist auch die Gesundheitsbranche inzwischen zum wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Um Innovationen und neue Entwicklungen anzuschieben, kreative Projekte und Startups zu fördern, ruft das Wirtschaftsministerium MV seit 2008 zum Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft auf. Hier haben sich über die Jahre ganz unterschiedliche Akteure mit Gesundheitsschwerpunkt beworben. Darunter auch ein junges Unternehmen aus Neubrandenburg. Outness wurde 2017 für ihre Outdoor-Präventionsprogramme im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ausgezeichnet und finanziell unterstützt. Als wir den Ideenwettbewerb gewinnen durften, war es so, dass unser Unternehmen gerade mal ein Jahr alt war. Und als junges, wachsendes Unternehmen war das natürlich eine wahnsinnige Startfinanzierung, sodass wir eben da auch schnell wachsen konnten, Mitarbeiter einstellen konnten und auch Investitionen tätigen konnten, die wir sonst aus eigenen Mitteln gar nicht hätten stemmen können. Finanzielle Unterstützung erhalten die Gewinner aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 30 Projektideen wurden in der aktuellen Förderperiode bereits mit insgesamt 4,7 Millionen Euro angeschoben. Wir sind sehr stolz darauf, dass gerade in der Gesundheitswirtschaft viele kluge Ideen geboren worden sind. Und der Ideenwettbewerb wird immer mehr angenommen und die Qualität steigt. Von daher kann man nur sagen, bewerbt euch, bewerbt euch, bewerbt euch. Die Besten werden prämiert und die Besten werden auch dann mit Förderprojekten belohnt und auch natürlich mit Geld. Neben finanziellen Aspekten ist die Auszeichnung für junge Unternehmen auch Mutmacher und Türöffner. Denn der Wettbewerbssieg hilft, eigene Angebote und Ideen auch nach außen hin bekannter zu machen. Zu Beginn einer jungen Existenzgründung ist es natürlich schwierig, gleich Herausforderungen zu meistern. Und es ist natürlich eine wahnsinnige Motivation, auch für das gesamte Team, auch was die Außendarstellung angeht, dass man als Unternehmen öffentlich wahrgenommen wird. Und das ist noch viel, viel gar nicht in den Wert zu fassen, was das eben auch medial für positive Erfolge nach sich gezogen hat. Auch 2020 werden wieder mehrere Gewinner im Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft ausgezeichnet. Das Einreichen von Bewerbungen ist noch bis zum 18. Oktober möglich. Ein Online-Formular findet sich auf den Internetseiten der Biocon Valley GmbH. Wir bleiben beim Thema Gesundheit. Für die Gesundheit ist sauberes Trinkwasser essentiell. Unser nächster Beitrag zeigt, wie Forschung und Entwicklung aus MV in diesem Bereich weit entfernt in der Welt zum Einsatz kommt. Die Firma Martin Membrane, ursprünglich aus Thüringen, ist seit 2015 auch im nordwestmecklenburgischen Brüsewitz ansässig. 9 der insgesamt 62 Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten hier in der Produktion von Wasserfiltern, wie sie vor allem in Industrie und Schifffahrt zum Einsatz kommen. Gemeinsam mit der Hochschule Wismar hat Martin Membrane das vorhandene Wissen in zweijähriger Forschungsarbeit genutzt, um einen Wasserfilter im Kleinformat zu entwickeln. Dieser kommt vor allem in der Trinkwasseraufbereitung in weniger entwickelten Ländern zum Einsatz. Gerade haben wir verschiedene Partner, zum Beispiel in Palästina, haben wir 180 Stück schon in Einsatz. Gibt es auch in verschiedenen Ländern in Afrika, ein paar in Lateinamerika. Das sind die Ziele.
auch gibt es diese Entwicklung zum Beispiel hinter mir. Das ist für Asienmarkt, Indienmarkt, sodass das Wasser von Leitungswasser ist schon klar, aber ist nicht komplett sauber. Dann mit dem Cube Mini kann richtig Wasser, sauberes Wasser bekommen. Mit der Hochschule Wismar arbeitet Martin Membrane schon lange zusammen. Eine für beide Seiten produktive Kooperation, die Lehre, Forschung und Produktion enger zusammenrücken lässt. So können Studenten nah am Markt ausgebildet und Produkte mit Forschungskompetenzen entwickelt werden. Also wir arbeiten sehr gerne mit der hiesigen Industrie zusammen, weil unsere Studenten wollen eine praxisnahe Ausbildung haben. Unsere Gerätschaften sind vorwiegend Prüfmaschinen, die natürlich auch sehr gerne von der Industrie mit in Anspruch genommen werden. Auf dem basieren dann viele Masterthesis und Bachelorarbeiten. Und hier speziell arbeiten wir auf dem Gebiet der Kunststofftechnik, um spezielle Probleme oder Details zur Untersuchung vorzunehmen. Der Filter befreit Trinkwasser von Schadstoffen und auch Keimen und Viren. Ohne Strom, nur durch Schwerkraft. Die Forschungsarbeit kostet natürlich Geld. Dieses Projekt wurde mit knapp 288.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Insgesamt ist natürlich diese ganze Entwicklungsarbeit für ein Unternehmen alleine, hätte man diese Zusammenarbeiten und Kooperationen nicht und auch nicht diese Förderprogramme, auch einfach wirtschaftlich schwieriger zu stemmen. Klarer Fall. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich sehr wichtig, dass wir das auch machen können und auch in diesem Umfang machen können. Sonst würde es wahrscheinlich nicht gelingen, so relativ viele neue Produkte in relativ kurzer Zeit auf den Markt bringen zu können. Durch die Forschung entstanden ist hier ein deutsches Produkt, das international gefragt ist. Ein Beispiel für German Engineering. Und auch unser letzter Beitrag in diesem Magazin hat im weitesten Sinne mit Gesundheit zu tun, exakter mit Sport. Zur Schaffung moderner Infrastruktur für den Berufsschulsport wird mit Unterstützung europäischer Fördermittel derzeit in Greifswald gebaut. Für das regionale berufliche Bildungszentrum Greifswald entsteht aktuell in der Siemensallee eine Dreifelder Mehrzwecksporthalle. Ende Mai wurde dafür von Landrat Michael Sack der Grundstein gelegt. Nun, 4 Monate später, sind die Bauarbeiten bereits in vollem Gange. Die Ergebnisse der bisher beteiligten Gewerke sind für jedermann gut sichtbar und lassen bereits erahnen, welch vielfältige Aktivitäten für Sportbegeisterte nach Fertigstellung des Bauprojektes in der Halle möglich sein werden. Laut des projektverantwortlichen Ingenieurs Ralf Suhr soll die Halle, wie ursprünglich geplant, Ende 2020 fertiggestellt werden. Zurzeit sind wir im Plan. Also wir hatten bis jetzt keine Schwerpunkte, wo wir sagen, okay, die Baufirma hat zu spät angefangen oder zu früh angefangen. Waren alle im Zeitplan. Wir hatten einmal durch die Trockenheit bedingt 3 Tage Verzögerung, weil der Boden, der geliefert worden ist, einfach zu trocken war. Wir haben den nicht verdichtet gekriegt, mussten nachbessern, verdichten und dann ging es weiter. Aber das ist bei dem Wetter ganz normal gewesen. Nach der Einweihung wird die Mehrzweckhalle für die Berufsschüler, aber auch andere Vereinssportler geöffnet. So wird es beispielsweise möglich sein, die namensgebenden 3 Felder komplett voneinander abzutrennen, damit verschiedene Gruppen die Möglichkeit bekommen, dem Sport ihrer Wahl gleichzeitig nachzugehen. Auch auf die Bedürfnisse von Sportbegeisterten, welche gern nicht allzu öffentlich für ihre Gesundheit aktiv sind, wurde bei der Konzipierung des Objekts Rücksicht genommen. So wird es möglich sein, mit wenigen Handgriffen Veränderungen in der Halle vorzunehmen, welche eine persönlichere Atmosphäre schaffen. Damit nicht genug, denn die 3 Felder Mehrzwecksporthalle wird zusätzlich noch einige weitere Besonderheiten bieten. Sportlehrer haben hier auf bestimmte Anlagen verzichtet, auch in der Ausstattung her. Also wir haben in der beruflichen Schule natürlich nicht die Anforderungen wie in der normalen Schule, wo die Kinder klettern lernen oder Stangenklettern machen, Seilklettern. Also diese Stangen und Seile, die entfallen in dieser Schule hier. Dafür wollen wir ausstattungsmäßig eine sogenannte Boulderanlage finanzieren. Das sind im Prinzip Haltegriffe, die in unterschiedlicher Art und Weise angebracht werden sollen. Wir werden die Jugendlichen mit einbeziehen, dass sie vielleicht sich da Strecken selbst ausdenken, Schwierigkeitsgrade machen. Und dafür haben wir 1-2 Wände vorgesehen in der Halle. Und da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Die Kosten für den Bau betragen etwa 4,5 Millionen Euro. Eine Summe, die für die Kommune alleine nicht zu stemmen wäre. Sehr zur Freude aller Sportliebhaber wird das Projekt mit einem Fördersatz von 90% aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. Sodass es Ende des kommenden Jahres in der Siemensallee heißen kann: sportfrei. Musik.
Das waren sie, unsere drei Beiträge aus dem Land zu den Themen Wirtschaft, Forschung und Infrastruktur. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.